Hallihallö, bitte hier diese Punkte. Die verwirr mich. Dachte im ersten Moment hier einer, der für euch hinter die Kamera ist. Das ist auch so einer hier. Dachte, denke mal, das ist Dreck. Der Dreck muss weg. Der Dreck muss weg. Der Dreck muss weg. Okay. ja. Soll uns das nicht weiter stören? Wir wollen. Let's go in. Oder so ähnlich. Level 10. So. Aha, Restzeit 60 Stunden. Oh, naja. Also, bin mal gespannt, wie sich unsere Mitarbeiter in der Zeit entwickeln. Ready to roll. Habe ich hier so eine Biene bei mir rumfliegen hier, was ist los?
Ach ja. Aber so mit der Steuerung, mit Maus, also mit der Ansicht, mit der Maus zu steuern, ist echt komplizierter. Da ist schon eine ganz andere Liga. So, kommen wir noch günstig irgendwann an einer Tankstelle vorbei? Ja, hier kommen wir günstig an eine vor. Naja, mehr oder weniger günstig. Und vor allen Dingen aber hier eine. Okay, fahren wir lieber hier raus. Noch haben wir ja Tank, von daher. So, wir haben noch 55 Stunden Zeit. Das heißt also, zweimal pennen gehen können wir auf jeden Fall. Okay. Thank you.
Hä? Habe ich die Handbremse gar nicht eingezogen gehabt? Lol. Sag mal lieber, wo das Ding ist, Mädel. Also nur rot hier. Okay, ich muss eh da rein. Tschüss. Dass diese Umleige-Dings der Bumster immer kurz vor dem eigentlichen Ding kommen und man da gar nicht dadurch aus dem Navi verdeckt wird und man gar nicht weiß, wo man da abbiegen muss. Das ist so dumm. Das würde ich bei der Musik auch sagen.
wie hinten nur eine Rückfahrlampe hat. Das sieht jetzt mal total hässlich aus. Hey, wir sind 35, weil ich gerade 65. Holy moly. Also schöne Landstraße hier. So eine Ortschaft gefallen mir. Wow, ist aber eine große Wiese. Die sieht ja fast aus wie die Wiese, wo damals das Hintergrundbild für Windows XP geschossen wurde. Ich weiß ja nicht mehr, wo das genau war, aber die Wiese da sieht fast gleich genauso aus. Sehr geil. Alter, guck dir diese Landschaften an. Ist das geil oder was? Go straight on. So, hier ist die Haltestelle. Dings da. Ich meine, unser Tank reicht ja noch ein ganzes Stücke. Aber ich würde gerne schon so tanken, dass wir möglichst spät tanken, damit denn die Tankfüllung auch möglichst weit reicht und wir dann nicht wieder irgendwann tanken müssen. Ne? Ich schätze mal, bis dahin kommen wir noch locker. Wenn nicht sogar bis hier. Ne, das ist aber wieder so abseits, da habe ich keinen Bock drauf. Hier zum Beispiel kann man auch gut tanken. Ja, mal gucken. Wir fahren mal noch mal eine weiter. Können wir doch gleich speichern. Hab gerade noch ein bisschen nach links gezogen, war aber scheinbar nicht genug. So viel zu dem Thema. Wo ist unsere nächste Werkstatt? Ah, das ist direkt hier. Okay. Da wird sich unsere Versicherung freuen.
Ah. Dass der LKW auch direkt immer runterbremst bei dem Motorschaden, das macht halt so überhaupt keinen Sinn. Oder macht das Sinn? Weiß halt gar nicht. Also versuchen wir mal so schnell wie möglich zur Werkstatt zu kommen. Weil normalerweise, wenn du nicht antreibst, ja, dann ist ja der Motor von dem Antriebsstrang entkoppelt. Durch die Kupplung. Das heißt, wenn der Motor, warum auch immer, verkeilt sich und der Motor stecken bleibt, sag ich jetzt mal, dann würde trotzdem der von der LKW ein wenig runtergebremst werden. Also. Ah, super. Da sehe ich jetzt natürlich wieder nichts. Hoffentlich kommt kein Gegenverkehr. Mwahaha. Und das Witzige ist, wenn ich jetzt die ganze Zeit hier antreibe, ja, also die ganze Zeit auf der W-Taste hänge, dann fährt der LKW auch einfach weiter, selbst mit Motorschaden. Also, er treibt natürlich nicht an, aber er rollt dann einfach weiter. Aber sobald ich halt die W-Taste loslasse und er dann diesen Motorschaden bekommt, geht er ja automatisch in diesen Motor-geht-auf-Modus. Also das gleiche, wie wenn halt den Motor abschaltest und dann bremst er halt runter. Warum auch immer. Oh, neuer Ausgangspunkt, wo denn? Ah, direkt hier vorne. Hm, nicht zu spät. Ja, oh. So. Aber da vorne ist die Werkstatt, sehr schön. Schön erreichbar vor allen Dingen, sehr geil. So. Ja, es ist possible, my lady. Straße frei, sehr schön. So alles frei, sehr geil. Wow. Da fing er wie gebuttert. Warum bleibt er stehen? Was mit dem? Achso. Stau. Das erklärt einiges. Weiß Gott nicht alles, aber einiges. Das Dream Team hier vor mir. Die hat jetzt die ganze Zeit genau nebeneinander fahren, ja? Was ist los mit denen? Ein paar Chaoten, Alter.
Komm, wir ziehen mal, dran vorbei. Aua. Hey. Was denn da los? So, wir ziehen mal hier ganz sachte dran vorbei. Schon wieder eine Folge, wo ich hier nur noch Unfälle baue, kann das sein? Oh, ist Feierabend hier. Ich muss so schnell wie möglich da vorne zur Tankstelle kommen, damit ich mal auftanken kann. Wobei das natürlich kompletter Schwachsinn ist, und umso schneller ich fahre, desto höher ist pro Streckeneinheit mein Spritverbrauch. Ha! Von daher sollte ich eher langsam fahren. Aber ich meine, unser Tank reicht noch vollkommen aus bis dahin, also ist noch lange nicht im roten Bereich, dass ich mir darüber Gedanken machen müsste. So. Pennen wir ja auch gleich? Nee, ne? Nee. Außerdem ist es gerade 18 Uhr. Wir gehen frühestens dann pennen, wenn es anfängt dunkel zu werden. So. Können wir uns schon hinstellen? Sieht so aus, ne? Wow, wo kommt der denn her? Hi, Polizei. Herr Officer. Ich wollte doch nur hier hin. Gutchen. Ja, das war ja mal eine unfallreiche Episode. Also, das haben wir war ja schon. Also, wir hatten mindestens 3 Unfälle gehabt, wenn nicht sogar. Nee, doch, wir hatten 4 Unfälle gehabt in dieser Folge. Upsi. Nee, wir hatten glaube ich sogar mehr als 4. Keine Ahnung. Ja, ja. Ich hoffe mal, die nächste Folge wird dann wieder etwas besonnender. Wir werden sehen. Bis dann.